In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: »Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir!« Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen, er aber schrie noch viel lauter: »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und sagte: »Ruft ihn her!« Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: »Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich!« Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: »Was soll ich dir tun?« Der Blinde antwortete: »Rabbuni, ich möchte wieder sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm: »Geh, dein Glaube hat dir geholfen.« Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg.